Die Benennung eines Fußgängerweges auf dem Lindenberg Süd nach der ehemaligen Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider ist Mitte Mai durch die Stadtvertretung beschlossen worden. Seit dem 20. Juni trägt die Strecke nun für alle sichtbar ihren Namen. Bereits im April wurde anlässlich des Todestags von Silvia Brettschneider im Beisein ihrer Familie, begleitet durch Landes- und Kommunalpolitiker, eine Erinnerungstafel enthüllt, um die Verdienste der Verstorbenen um das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Stadt Neubrandenburg zu würdigen. Den Anstoß zur Namensgebung gab eine Initiative der Landesregierung, die sich dafür einsetzt, bei der Benennung von Straßen und Wegen im Land mehr Frauen zu berücksichtigen.